Servus Freunde, was geht? Willkommen zu Tag 2 hier. Ihr seht im Hintergrund unser Zimmer. Ich habe gestern eine kleine Roomtour gemacht, die zeige ich euch einfach mal jetzt. Hallo? Ja. Da ist ein Elefant am Bett. Ein wunderschöner Ausblick in den Dschungel. Ganz Standardbad, ganz easy, ganz super. Ja, echt super, mega, mega cool. Ich sitze hier gerade also so und denke mir so, yo, schneidest du mal dein Video? Und dann bemerke ich so, irgendwas stimmt hier nicht. Scheinbar ist es so, dass beim Kopieren der Daten irgendein Fehler passiert ist und nun alle Daten von der großen neuen Kamera irgendwie broken sind. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Ausschnitt, wie das unbearbeitet und ungeschnitten aussieht. Wir mieten uns jetzt einen Roller, fahren mal hoch in die so 15 Uhr nochmal mit jemandem in der Lobby und dann haben wir quasi den Tag komplett frei. Ich bin mal gespannt und habe auch die Drohne mal als Ladegerät angeschlossen. Naja, wie dem auch sei, weiß ich auf jeden Fall jetzt, woran es liegt. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur noch diese Speicherkarte benutzen, Freunde. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie ich das irgendwie mit der anderen Speicherkarte trotzdem hinbekomme, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Da jetzt sämtliche Zwischensequenzen irgendwie fehlen, dachte ich mir, mag das Ganze einfach so ein bisschen als Storytelling. Und erzähle euch einfach mal, was wir die letzten beiden Tage erlebt haben. Nachdem ich euch dann unser Zimmer gezeigt habe, sind wir abends noch ein bisschen feiern gegangen. Übrigens gibt es hier erstmal eine richtig schöne Timelapse und ein paar random Aufnahmen von Feiern mit ein paar total bekloppten Briten. Es war auf jeden Fall echt ein geiler Abend. Das war auch mitunter der Grund, dass wir dann am nächsten Tag die Dschungeltour verpasst haben, die wir dann wahrscheinlich in Kopangan machen werden. Wir sind schlichtweg einfach nicht aus dem Bett gekommen, weil wir eventuell ein bisschen zu viel Milch getrunken haben. Der besagte Milchtag hat sich aber dann trotzdem noch irgendwie gelohnt, weil wir dann gemeinsam nach Lamai gefahren sind. Einer der schönsten Strände, an denen ich jemals war. Und der Hinweg war auch schon relativ abenteuerlich. Ihr habt gerade gesehen, wir sind mit so einem Sammeltaxi ohne Anschnallgurt, einfach ohne alles gefahren. Es hat super, super Spaß gemacht, war echt ziemlich cool. Danach ging es direkt ins Wasser, wir haben quasi ein bisschen Spaß im Wasser gehabt und sind dann auf einem noch abenteuerlicheren Weg nach Hause gekommen. Ihr habt es gesehen, wir sind zu dritt auf einem scheiß Moped gefahren, mit 70 den Berg runter, ohne Helm. Das war auf jeden Fall echt ein bisschen lebensmüde von uns. Aber wir haben es überlebt, wie ihr seht. Dann sind wir hier direkt wieder in Chaweng in unser Hotel gegangen und haben uns einen Jetski gemietet und hatten da noch ein bisschen Spaß mit. Das könnt ihr hier mal auschecken. Das war auf jeden Fall echt wieder der Hammer, Freunde. Ich liebe Jetski-Fahren über alles. Ich könnte das eigentlich den ganzen Tag lang machen. Ja, und das ist quasi innerhalb dieser zwei Tage passiert. Nun haben wir schon den nächsten Tag. Abends waren wir dann noch ein bisschen was essen. Da habe ich hier nochmal eine Aufnahme, die komplett broken ist. Aber ich schneide sie euch trotzdem einfach mal mit rein. 100 Baht, Steinschere Papier, eine Kette aus Strohhalm für 2,20 Euro. Könnte der Tag noch besser werden?
Nein, könnt ihr nicht. Jetzt gesehen, irgendein Straßenhändlerkind hat uns so eine blöde Strohhalmkette verkauft, die kein Mensch braucht. Ja, so viel dazu, Freunde. Meine Drohne werde ich auf jeden Fall erst auf Koh Phangan steigen lassen, denn auf Koh Samui ist das so, dass hier sehr viel Polizei unterwegs ist und dass das Fliegen von Drohnen hier in Thailand unter Haftstrafe steht. Und ich möchte ehrlich nicht in einem thailändischen Knast enden. Mir wurde von vielen Einheimischen einfach geraten, ein bisschen Geld mitzunehmen, dann geht das wohl. Aber auf Koh Phangan ist eh eine sehr viel schönere Landschaft hier als auf Koh Samui, wo es noch relativ touristisch ist. Und vor allen Dingen haben wir da einfach die Möglichkeit, in Ruhe an einem abgelegenen Strand oder im Dschungel einfach mal das Ding steigen zu lassen. So much for that, meine Freunde. Das war's von diesem Vlog. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Sorry für diesen komischen Trouble mit der Speicherkarte. Ich habe das Problem auf jeden Fall jetzt gelöst. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Das war's von meinem Vlog. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.